Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Elegant eingepackt für das nächste Patch Notes Video. Auch heute wieder mit fantastischen Analysts, nämlich mit Sola, Autofill und Alan, mit jede Menge Buffs und Nerfs für Champion und mit richtig großen Meta-Änderungen durch die Gore-Drinker und Conqueror-Nerfs, die gleichzeitig im selben Patch sind. Ich glaube, ich habe das Lenkrad von Maxim runtergeworfen, aber pssst. Gleichzeitig sei übrigens auch erwähnt, dass mit diesem Patch auf dem PBE ein neues TFT-Set erscheint. Und dieses Set könnt ihr jetzt schon auf meinem Zweitkanal anschauen, weil ich bei dem Preview von Riot mit dabei sein durfte, wo sie das neue Set vorgestellt haben. Gleichzeitig werde ich das auch viel onstream zocken, also schaut gerne vorbei, wenn ihr Bock auf TFT habt. Die erste Änderung in diesem Patch ist eine viel diskutierte, denn Riot hat sich entschlossen, in den Ranked Games den All-Chat zu disablen. Und die Leute sind mental boom gegangen. Leute haben erzählt, ey, ich habe da Freunde gefunden, meine Freundin gefunden, ich habe meine Eltern da gefunden. Also die Leute haben ein bisschen übertrieben, ne? Aber trotzdem ist es natürlich ein krasses Thema, weil auf der einen Seite, ja, der All-Chat ist natürlich sehr toxisch oder wird fast nur für toxische Dinge verwendet. Auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder diese Positivbeispiele. Wir alle kennen es. Irgendwer im Gegnerteam, mit dem man sich dann addet, mit dem man später zockt. Das sind coole Geschichten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure geilste Story aus dem All-Chat war und vor allem, wie ihr dazu steht, dass Riot den jetzt disablen wird. Der erste Champion, der genervt wird, ist Akshan. Der E-Spell macht weniger Schaden pro Schuss, was eine Änderung ist, die dem Burst von Akshan Einhalt gebieten soll. Denn der Champion, der ist steady am Rising, ne? Wurde immer besser, hat Prior auf der Midlane, ist jetzt langsam das, was alle am Anfang befürchtet hatten. Und da sagt Riot, nein, wir wollen nicht, dass der so Burst-heavy ist. Finde ich eine gute Entscheidung. Bei Graves wiederum verringert man die Armor pro Stack der Passive und das ist auch vonnöten, denn der Champion ist einfach super viel gespielt worden bei den Worlds. Das liegt daran, dass er auf der Toplane unglaublich sicher ist, gutes Duellverhalten hat und ständig Prior hat. Gleichzeitig könnte man ihn auch noch in den Jungle flexen. Das heißt, wenn ihr sagt, wir picken Graves, die Gegner sagen, boah, guck mal, wir picken Jax dagegen, du sagst, ha, edgy bitch, Graves in Jungle, um dann von mir aus den Cannon hin und dann fährst du da den Jax um. Das heißt, das ist ein sehr starker Pick, gerade in Competitive und deswegen ein berechtigter Nerf. Jinx kriegt direkt 3 Buffs, weil einer alleine scheinbar nicht reichen würde. Die Passive kriegt mehr Attack Speed, der E-Spell, also diese kleine Blockade, kriegt mehr Range und die Ultimate kriegt weniger Cooldown. Aber reicht das, um Jinx von einem Champion, den ich seit 7 Jahren nicht mehr gesehen habe, tatsächlich zu einem Champion zu machen, der in der Meta ist? Genau das habe ich Nico Sola Linke gefragt. So, meine Freunde, Jinx Buffs klingen nice, sind sie auch. Mehr Attack Speed auf der Passive, weniger Ult Cooldown, bisschen mehr E-Range. Sind alles so Quality of Life Changes, die jetzt einen Champion nicht komplett broken machen, aber ist nice to have. Das Ding ist mit Jinx in der aktuellen Meta, Hyper Carries haben nicht so wirklich einen Platz, Scaling Hyper Carries. Du musst early spiken auf ein Item, auf zwei Items und das kann Jinx nicht so wirklich gut. Mit den Buffs kannst du auf jeden Fall häufiger für Ult Snipes gehen, was ganz nice ist und generell hast du dadurch häufiger in diesen River Fights Impact. Ich glaube schon, dass das ganz nice ist, weil sie eben auch zum Beispiel gegen Aphelios, MF und so weiter decent Laning Phases hat. Von daher wird sie ein bisschen relevanter, aber jetzt nicht unbedingt Meta. Der nächste Champion, der angegangen wurde, ist Katos. Und Katos steht bei den Nerfs, denn sein E-Spell gibt ihm weniger Mana auf Level 1 und 2. Auf allen anderen Leveln ist es allerdings gleich oder mehr. Das heißt, ein bisschen schwer zu sagen, okay, Early Game, klar, ein Nerf, aber ist es nicht Late Game sogar ein Buff? Und deswegen habe ich die Katos-Legende überhaupt gefragt, nämlich Autofill. Die Katos-Änderungen sind ein bisschen tricky zu betrachten, weil es sollte eigentlich im Late Game ein Buff sein und im Early Game Nerf. Und das ist es auch, nur im Late Game ist es nicht mehr wirklich ein Buff, weil da das Mana sowieso egal ist. Man hat Presence of Mind und Liandris als Core, Itembild und Rune und damit hat man genug Mana in den Teamfights. Und normalerweise als Katos, wenn man ein guter Katos ist, stirbt man natürlich in den Teamfights und dann braucht man das Mana sowieso nicht. Das bedeutet, Early Game, gerade in der Laning Phase of Botlane, ist das Mana essentiell, weil man nicht die Träne kaufen möchte. Katos ist ein dominanter Botlane-Pick, der aber nicht mehr so dominant ist, wenn man die Träne kaufen muss, weil einem dann einfach Fight-Stats fehlen. Ne, man kriegt AP und Leben dazu durch den Dorans Ring, was man dann eventuell nicht mehr kaufen kann, weil man zu wenig Mana hat. Und das ist das Problem. Aber gleichzeitig im Jungle gibt es eine Sache, die dann nicht mehr funktionieren wird. Sonst sind die Änderungen mehr oder weniger für den Jungle-Katos nicht so relevant, aber man kann nicht mehr am Red Buff starten. Das bedeutet, man kann Red Buff Crux Raptors into Blue Buff machen, also konnte man bis dato, aber jetzt kann man das nicht mehr, weil man so abhängig von dem Blue Buff ist. Und das ist auf jeden Fall ein Nerf für beide Lanes. Botlane trifft es härter, aber auch der Jungle-Katos leidet ein wenig darunter. Kommen wir zum nächsten Champion und das ist Lux. Und Lux ist ein Champion, wo ich schon länger den Verdacht habe, dass Riot die mal ganz gerne in der Meta hätte, aber diesmal gehen sie wirklich mit dem Brecheisen dran. Ne? Sie haben jetzt immer so ein bisschen was gemacht, jetzt haben wir aber gesagt, schmeiß alles drauf, was wir haben, der Champ soll viable sein. Das heißt, Lux bekommt erstmal mehr Attack Speed per Level, was schon mal nett ist. Die Passive wird geändert, so dass sie nicht mehr abläuft, wenn ein Auto-Attack in der Luft ist. Das heißt, wenn der in der Luft ist, bleibt deine Passive auf jeden Fall da und wird 100% ausgelöst. Der E-Spell bekommt mehr Damage und ein besseres Scaling und die Ultimate kriegt weniger Cooldown auf Early Levels. Das sind einfach crazy Buffs. Der wichtigste Change dabei ist definitiv der E-Spell, weil das ist der Wave Clear und Wave Clear ist auf der Midlane unglaublich wichtig. Gerade bei einem Champion wie Lux, die in der Lage ist, Melee und Caster Minions gleichzeitig mit dem E zu hitten, kann das unfassbar
unfassbar viele Auswirkungen haben. Und auch die Cooldown Reduction auf der Ultimate ist echt saftig. Das heißt, ich werde Lux tatsächlich mal onstream zocken und schauen, ob der Champion ordentlich was drauf hat. Aber ich glaube, das wird den ein oder anderen Lux-Man richtig freuen und für mich der härteste Buff des Patches. Bei Miss Fortune nerft man das Base-Mana und erhöht die Mana-Kosten von W, damit der Champion ein bisschen weniger eskaliert. Bei Quinn wiederum wird der Bonus-Attack-Speed von dem W-Spell im Late-Game reduziert, weil der eine oder andere OTP mal wieder zu viel abgegangen ist. Sein wiederum bufft man schon wieder und auch schon wieder das Schild. Diesmal soll es besser mit seinem Max-Health skalieren. Das heißt, das skaliert ja auch nochmal in sich. Das heißt, das ist ein ordentlicher Buff. Aber es stellt sich natürlich die Frage, versteht Riot, warum Tanks nicht Meta sind? Denkst du dir nicht Meta, weil Sai nicht genug Schild hat, sondern ist ja nicht Meta, weil die ADCs einfach Armor Penetration haben und die einfach aus dem Leben kritten? Das heißt, ihr könnt Sai natürlich jetzt so krass machen, dass der trotzdem gespielt wird. Aber wenn ihr dann diese Items change, wird alles hier um die Ohren fliegen. Das heißt, ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Würde mich natürlich freuen, wenn wir wieder Tanks sehen, aber es ist halt einfach, das Problem ist hier. Nicht hier. Bitte. Der nächste Champion, der geändert wurde, ist Teemo, meine Damen und Herren. Teemo wird gechanged. Glaubt es oder glaubt es nicht. Der Q-Spell bekommt nämlich viel mehr Missile Speed, weniger Cooldown und längerer Blind. Das ist mal ein ordentlicher Buff. Da stellt sich natürlich die Frage, wie krass ist diese Änderung? Und dafür gibt es natürlich wieder einen Vorher-Nachher-Vergleich. Hier mit Standard-Items bei Teemo, wo man dann eben sehen kann, hey, guck mal, der Blind hält schon relativ lange und die Duration ist relativ knapp. Auf Reddit wiederum gab es auch einen Beitrag, wo jemand gezeigt hat, ey, mit 133 Ability Ace kannst du den Gegner dauerblinden. Kein Mensch hat 133 Ability Ace, sind wir mal ehrlich, oder zumindest wäre das Bild dann echt bad, aber trotzdem ist es eine Möglichkeit. Das alles zu wissen ist nett, aber um wirklich sagen zu können, ob das jetzt bei Teemo etwas ändert, muss man OTP sein, muss man seine Seele wirklich verkauft haben. Und da habe ich den besten deutschen Teemo-Spieler und wahrscheinlich auch den besten europäischen Teemo-Spieler überhaupt, und das ist Alan. Und der sagt seine Meinung zum Patch. Vielen Dank. Hi Leute, der Teemo-Buff war mega stark und ich denke, er ist jetzt ein A-Tier-Pick in der Top-Lane und auch als 5-Mann-Flex in Competitive tatsächlich spielbar. Bruisers wie Gwen, Jax, Camille, die sind alle deutlich leichter und ich denke, man kann Q-Max benutzen, um sie wirklich traurig zu machen. Mages in der Top-Lane, wie zum Beispiel Cassiopeia, wenn ihr jemals gegen die spielt, da wird der Buff leider auch nicht helfen. Ich denke, der größte Buff in diesem Patch war tatsächlich der Missile-Speed-Buff, weil wenn man sich ganz viele Interaktionen anschaut, wie zum Beispiel Fiora-Reports, dann ist diese erhöhte Schnelligkeit unbedingt wichtig, um früher den Blind zu treffen und viele Trades einfach zu gewinnen, weil die Leute nicht schnell genug reagiert haben. Der nächste Champion, der gechanged wird, ist Vigo. Der Q-Spell bekommt mehr AD-Scaling, der W slowt weniger und die Ultimate kriegt noch eine bessere Verwertung von Crit-Chance. Das ist heftig und jeder, der die Worlds gesehen hat, fragt sich jetzt, Bruder, was? Denn Vigo hat auf den Worlds alles zerstört. Gerade Vipo hat auf den Champion Games wirklich literally 1v9 gecarried und es war richtig krass zu sehen. Man muss aber so realistisch sein, auch auf die Solo-Q-Werte zu achten. Und da sieht man einfach, dass Vigo echt am Abkacken ist. Der Champion ist krass competitive, gerade in diesen Fights, die wir aktuell haben, weil er halt einfach einen Fight hart snowballen kann. Aber in der Solo-Q fühlt er sich nicht ähnlich krass an. Deswegen hier dieser Buff, auch wenn er erstmal unüblich scheint, glaube ich, ist es der richtige Weg. Der nächste Champion hat mittlerweile eine Buff-Dauerkarte, das ist nämlich Xayah. Bei Xayah muss man mittlerweile schauen, was haben wir denn bis jetzt noch nicht gechanged. Base Movement Speed geht hoch, hilft der Winrate immer und der Q-Spell kriegt weniger Cooldown und zwar deutlich. Das ist natürlich jetzt schon der 100. Xayah-Buff, aber ob der diesmal etwas ändern wird, habe ich wieder Sola gefragt. Xayah, mehr Movement Speed, immer nice. Und der Q-Buff, völlig useless in meinen Augen, weil du Q immer als letztes maxst. Der E ist zu wichtig für dein All-In, der W ist zu wichtig für Scaling. Das heißt, egal wie hart der Q gebufft wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jemals maxt. Dementsprechend ist das ein leerer Buff, der auf dem Papier nice aussieht, aber tatsächlich relativ wenig macht. Und Xayah hat halt das Problem, sie ist nice gegen diese ganzen Diver, Assassins und so weiter, aber sie hat so wenig Range. Und als Low-Range ADC kannst du in Teamfights aktuell nicht wirklich Auto-Attacken. Und ich glaube, deswegen wird Xayah weiterhin so ein bisschen im Müll wird sie bleiben, so nämlich. Das war's mit den Champions, aber jetzt kommen wir zu den eigentlich wichtigen Änderungen in diesem Patch, nämlich zu den Items. Das erste Item, worum es geht, ist Goredrinker und das ist wahrscheinlich das, wo alle sagen, ja! Yeah! Ja! Weil Goredrinker geht uns alle auf die Nerven, oder? Also die Bruiser, die da drin stehen, 7000 AP wieder kriegen, ich kann es nicht mehr sehen. Und Riot scheinbar auch nicht. Deswegen verändern sie einiges. Erstmal wird gesagt, okay, die Aktive des Items, also dieser Slash, stellt kein Leben wieder her. Schon mal, haben wir Glück gehabt. Gleichzeitig kriegt das Item aber Omnivamp. Ist ein bisschen schwierig. Und man sagt, okay, der Damage dieser Aktiven
skaliert jetzt nicht mehr mit deiner Total AD, sondern mit deiner Base AD. Grund dafür ist, dass auch sehr viele Assassins mittlerweile Gore-Drinker gebaut haben und damit extrem viel Schaden gemacht haben, weil dann die Active richtig, richtig Damage macht. Und ein Punkt, der da auch noch mit reingezählt hat, ist, dass Gore-Drinker dir mehr AD gegeben hat, wenn du weniger Leben hattest. Das war so krass, gerade auf Assassins, dass letzte Zeit gesagt haben, hey, guck mal, ich habe 10% HP, aber du gleich keine mehr. Und auch deswegen wird das geändert. Das wird dafür zu führen, dass das auf Bruisern wahrscheinlich immer noch gebaut wird, auf Assassins nicht mehr, da bin ich sehr dankbar für, und dass es halt eben weniger krass in diesen Heavy Instant Sustain ist, sondern eher ja, die ganze Zeit ein bisschen Sustain gibt. Ich bin sehr gespannt, wo das Item landet. Ich kann mir vorstellen, dass man das dann sehr schnell nochmal buffen oder nerfen muss, aber ich bin eher erstmal froh, dass das Item nicht mehr so ist, wie es aktuell der Fall ist. In dem Zuge hat man dann natürlich auch Iwin Spike Whip und Stridebreaker angepasst, aber hat gleichzeitig gemerkt, oh, warte mal, Stridebreaker, das Item haben wir ja ganz vergessen, das baut ja gar keiner mehr, und haben deswegen den Item ein bisschen mehr AD gegeben. Als nächstes kommen wir zu Conqueror und zu einem saftigen Nerf. Die Adaptive Force, also die AD oder AP, die du pro Stack bekommst, wird reduziert und die Dauer, für die du sie behältst, ist auch nochmal reduziert. Das heißt, ein richtig heftiger Conqueror Nerf, und das liegt einfach daran, dass diese Rune mittlerweile auf zu vielen verschiedenen Champions genommen wird. Riot will, dass diese Rune nur für Leute interessant ist, die richtig lange Fights spielen wollen, und sagen deswegen, okay, für alle anderen versuchen wir sie unattraktiv zu machen. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, bei sowas wie Renekton geht man dann eher wieder für Press the Attack, was man ja manchmal eh schon gemacht hat, aber ich glaube, viele Champions haben keine andere Alternative. Willst du Lethal Tempo Ezreal spielen? I don't know. Und ich glaube, deswegen werden einige trotzdem dabei bleiben, auch wenn es jetzt genervt wird. Bei Guardian wiederum nervt man ein bisschen das Schild und macht damit die Rune ein bisschen unattraktiver. Attraktiver wiederum will Riot bei den kleinen Runen die Health-Auswahl machen. Die habe ich in der ganzen Season noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ich glaube, es geht eh nur Vladimir-Spieler bis hierhin. Und deswegen wird es ganz ordentlich gebufft. 50 Health mehr auf Level 18 ist sehr interessant und sollte dadurch jetzt die kleine Rune sein mit den höchsten Gold-Value. Ob man die Rune dann trotzdem mitnimmt, hängt natürlich von super vielen Faktoren ab. Kann aber jetzt schon eine Option sein dann, wenn ihr gegen Leute spielt, die sowohl AD als auch AP-Schaden machen. Also gerade auf der Botlane, wenn Mixed-Damage da ist, kann das eine gute Option sein. Große Änderung macht Riot auch an den Domination Tree. In der letzten Zeile soll die Item Haste Variante deutlich gebufft werden. Bedeutet, der Item Haste Base Wert steigt um 10 und auch der Item Haste pro Stack wird nochmal deutlich erhöht. Das ist sehr interessant, weil bis jetzt hat das basically keiner mitgenommen, zumindest seitdem Glacial keine Option mehr ist. Ravenous Hunter wiederum die Variante, die basically jeder mitnimmt, der nicht gerade extrem viel Movement Speed oder die Ultimate unbedingt braucht, wird noch einmal genervt. Die wurde ja bereits in der Vergangenheit schon mal genervt, aber jetzt geht es nochmal richtig auf den Deckel und man sagt, nein! Wir wollen kein Omnivamp. Außer auf dem Item, was wir gerade gechanged haben, aber verrat es niemandem. Tja, meine Damen und Herren, abseits von ein paar neuen Dragon Skins, die rausgekommen ist, war es das dann auch schon wieder mit den Patch Notes. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne meinen Gästen ein Like oder ein Follow da. Ihr findet die Links zu denen in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch mal bei mir bei Twitch vorbeischaut. Ich sage danke fürs Einschalten, leitet das Video gerne an eure Freunde weiter. Bleibt gesund, macht es gut. Euer Johnny. Und besser werden beim Rank, ne?